obviously wrong. Das ist mir egal. Ich weiß nicht, wer du wirklich bist. Genau wie bei Mikan. Das hätte ich von ihr nicht erwartet. Woher sollte ich wissen, dass du nicht ähnlich drauf bist? Wer ich wirklich bin? Und wir sind nur in diesem Schlamassel, weil du unbedingt zu diesem Funhaus wolltest. Wirfst du mir vor, dass ich euch hierher gebracht habe? Warum würde ich das tun? So weit hergedacht ist das nicht. Sorry, Hajime. Ich will dir wirklich vertrauen. Aber jetzt noch nicht. Deswegen gehe ich mit Chiaki, selbst wenn Nagito mitkommt. Also, findest du, dass Nagito noch vertrauenswürdiger ist? Was zur Hölle? Verdammt, was habe ich getan? Yep. Wenn das so ist, dann kann man nichts machen. Lasst uns gehen. Aber Hajime? Es ist schon okay, Chiaki. Geh einfach. Ja. Yep. Bis später. Die wollte dir gerade was sagen, du Bastard. Boah, bist du ein Spasti. Ich hasse dich noch mehr als fucking Makoto im letzten Spiel. Du hast es im letzten Kapitel hast du es dir bei mir schon versaut und jetzt noch mehr. Die wollte dir gerade was sagen. Alter, bist du ein Spasti. Oh. Ich bin gerade so. Nein, warum ist denn der so ein Spast? Okay, mir ist fucking warm. Und ich bin voll komisch drauf. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Ich habe nichts genommen. Ich fühle mich gerade wie auf so einem Drogentrip. Das machen bestimmt die Erdbeeren. Ich bin so fix und fertig mit meinen Nerven. Okay. Bis später. Dann sind die drei losgegangen und ließen mich zurück. Was ist mit mir los? Ich nehme doch erst eine Stunde auf, da kann ich noch nicht blemblem sein. Warum bin ich blemblem im Kopf? Ich habe erst eine Stunde aufgenommen. Eine Stunde, zwei Minuten. Okay. Dann bleiben wir wohl übrig. Soll sie wollen mit uns nichts am Hut haben. Aber ich beschwere mich nicht. Es kann sein, dass sie ein bisschen Angst vor mir haben. Ich bin nicht der Verräter. Ich glaube auch nicht, dass du es sein kannst. Ich weiß sofort, wann ich meine Athleten anlügen. Also Hajime, zeigen wir ihnen, dass man uns nicht unterschätzen soll. Wir werden eigenhändig den Ausgang finden. Dann können wir endlich ihr Vertrauen kriegen. Wenn man auf einmal der Außenseiter ist, dann ist das echt ätzend. Mit der Schaukel kann man nicht interagieren? Oh. Ja. Da war doch noch irgendwas mit... War da nicht gerade noch irgendwas? Da, Porträt!
Porträt von Gründer. An der Wand hängt ein staubiges Porträt. Warum würde hier so etwas rumhängen? Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Wer ist das denn? Hope's Peak. Der Gründer der Hope's Peak. Utsuru Kamukura. Warum würde das Porträt von dem Gründer der Hope's Peak gerade hier hängen? Das ist wirklich interessant. Aber dieser Name, er kommt mir so seltsam vertraut vor. Warum haben wir gerade in die Sandkiste geguckt? Okay, mit der Rutsche können wir nichts tun. Das ist Nekomaru. Rutsche. Das hier müsste der Innenpark sein, von dem Monokuma gesprochen hat. Wie erwartet, der ganze Spielplatz passt hier perfekt rein. Das ist viel zu grell, als dass es mir auffallen würde. Natürlich bin ich aber kein Kind mehr. Mit so etwas kriegt man mich nicht rum. Wir werden den Ausgang finden. Warte nur ab. Dann können wir alle Streitigkeiten lösen können. Dann werden wir alle Streitigkeiten lösen können. Das ist ein Bildschirm, mit dem Monokuma die Durchsagen machen kann. Blumengarten. Im Garten blühen ganz verschiedene Blümchen. Hier sind seltsame Sonnenblumen. Aber wo ist denn die Sonne, die sie brauchen? Ja, liebe Kinder, wo ist die Sonne, die sie brauchen? Lass sie uns gemeinsam suchen. Egal wo ich hinsehe, alles ist mit einem Erdbeermuster verziert. Ich hasse Erdbeeren nicht, aber wenn das Muster einfach so weitergeht, dann gehen sie mir doch irgendwann auf den Nerven. Die Karte da steht, dass es nur diesen Innenraum im dritten Stock gibt. Dann haben wir hier nichts mehr verloren. Nur damit du es weißt, lass mich wissen, falls du Durst hast. Meint er seine Fontäne? Ich will wirklich nichts trinken, was aus seinen Augen kommt. Ich meine, wo kommt das denn her? Oh, ich kann mich bewegen. Ach, Moinchen! Huh? I've been found? Okay. Da ist eine Sitzbank. Kann ich mir einfach hinsitzen und chillen? Da geht's zum zweiten Stockwerk. What is it? Was? Hast du Durst? Nein, mir geht's gut. Ich verstehe. Wenn du ein kaltes Erfrischungsgetränk brauchst, dann gib mir Bescheid. Er will das wirklich mal austesten. Irgendwie kann ich das verstehen. Dann nimm halt einen Becher. Meine Güte, ist doch nicht so schwer, Hajime. Ho, ho, was passiert hier? Wenn wir der Karte vertrauen können, dann sind wir dem zweiten Stock, die Lounge, die ganze... und die ganzen Gästezimmer. Oh. Alles klar, ich werde mir die Gästezimmer anschauen, die Lounge überlasse ich dir. Alles klar. Okay, Erdbeeren. Guest Room. Okay. Wie geht's denn eigentlich unserem Tierchen? Haben wir denn noch Geschenke?
Oh, okay, das ist so ein Bildschirm. Ich dachte, das wäre ein Fernseher. Gibt's hier gar nichts zu erkunden? Wow, das ist mies. Okay. Ich will nicht direkt in die Launch gehen. Ich will nichts verpassen. Oh, oh. Jetzt habe ich fast meine Dosen umgeworfen. Da ist noch so ein heruntergekommenes Zimmer. Mal gucken, ob das besser ist. Auch nur die Kamera. Ich kann da drin Stimmen hören. Hey, hey! Hey, worüber wolltest du sprechen? Well. Nun, ich bin mir sicher, dass du das nicht hören willst. Und ich weiß, dass ich nicht das Recht habe, dir das zu sagen, aber hör auf, so verdammt stur zu sein. What? Warum meinst du das? Hey. Weil ich auch sowas durchgemacht habe. Ich weiß, wozu das führen konnte, könnte. So. Du bist nur hier, weil sich jemand für dich geopfert hat. Das ist dir sicherlich bewusst. Du hast Schuldgefühle, stimmt's? Like. Hey, worüber sprichst du? I know. Wenn du darüber nicht ehrlich sein willst, dann kann ich das verstehen. You? Ernsthaft, was willst du mir sagen? So. Aber wie er schon meinte, es ist besser, einfach am Leben zu sein. Es könnte vielleicht wehtun, wenn du dir ihn anschaust. Aber du hast viel mehr Glück, weil er noch am Leben ist. Bei mir. Sorry. Es tut mir leid. Huh? Heulst du? I... Jetzt gerade bin ich sehr dankbar für sie. Aber das kann ich ihr nicht mehr sagen. So. Oh ja. Peko, Peko, Peko. Aber ich weiß ja nicht, ob Akane ihre Schuldgefühle mittlerweile nicht einfach weggefressen hat. Aber bei dir ist es anders, also vergewissere dich, dass du ihm sagst, wie dankbar du für ihn bist. Ha? Warte, was soll ich sagen? Ich schlich leise weg, sodass sie mich nicht hören würden. Fuyuhiko hat sich die Zeit genommen, mit ihr zu sprechen, aber Akane hat nichts verstanden, worum es wirklich ging. Das Telefon, das stört mich. Nekomaru ist weg. Luxuszimmer und noch ein Luxuszimmer. Wir gehen erstmal ins linke. Gibt's in den Zimmern gar nichts? Das kann ich irgendwie nicht glauben. Meine Cam spastet halt gerade voll rum, weil es gerade voll finster ist. Sheesh. Aber ich hätte niemals gedacht, dass wir in meiner Abwesenheit 3 verlieren konnten. Ja. Hyoko und Ibuki. Die 2 waren echt laut, aber sie haben auch Leben in die Bude gebracht. Und ich kann absolut nicht glauben, dass Mikan sie getötet haben soll. Deswegen sind wir froh, dass du wieder bei uns bist. Egal, wie du dich verändert hast. Ha, dann muss ich mich anstrengen, um allen Erwartungen gerecht zu werden. Solange ich hier bin, werde ich keine Opfer erdulden. Ich werde es nicht erlauben. Final Death Room? Final Death Room? Ich weiß ja nicht, ob du dein Versprechen halten kannst, Nekomaru, wenn du nicht der Verräter bist. Ich glaub dir irgendwie nicht. Es wäre besser, wenn ich mich nicht einmischen würde. Ich hätte eh nichts Wichtiges zu sagen. Doch, du hättest was Wichtiges zu sagen.
Und weißt du was? Ey, Akane, du hast mir in der letzten... im letzten Kapitel hast du mir ein Angebot gemacht. Das würde ich jetzt gern doch einlösen. Genau das würde ich sagen. Das ist also die Lounge. Auch hier gibt es nur Erdbeeren zu sehen. Es wird schwierig, sich hier auszuruhen. Aber erstmal sollte ich nach Sachen schauen, die wir gebrauchen können. Irgendwelche Hinweise, die Erdbeeren machen mich fertig. Okay. Oh, hier gibt es ein bisschen mehr. Okay, haben wir eine Kamera? Das ist eine Überwachungskamera. Wir werden ständig überwacht. Ja. Da ist ein Bildschirm. Da ist Sonja. I see. Das hier soll die Lounge sein, aber ich kann mich hier definitiv nicht entspannen. Ernsthaft, ich war schon der Meinung, dass der ganze Freizeitpark eklig wäre, aber das hier? You are right. Dem stimme ich zu. Monokumas exzentrischer Geschmack würde selbst einem Inder in die Knie zwingen. Was hat das damit zu tun? Fine. Wie bedeutungslos. Ich schrecke von nichts weg. Go, my four dark devas of destruction! Ich auf dich gewartet. Schwarzdrache Champi. Zeig mir, wie mächtig dein Herz brüllen kann.